Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich über unser drittes Standbein sprechen, den Filmton. Jetzt könnte man mit Recht anmerken, Ton gehört doch zur Filmproduktion dazu. Ja, stimmt. Es ist aber so, dass bei uns in den letzten 5, 6 Jahren der Ton einfach so viel stärker geworden ist, dass ich darüber was Eigenes machen möchte, weil es einfach eine eigene Dimension bei uns in der Firma ist. Also, ich habe während meines Studiums 2001 bis 2004 für eine Produktionsfirma hauptsächlich Ton gemacht, hauptsächlich im Auftrag des ORF, und habe dann später gemerkt, ja, das hat mir eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Und es war dann während der Jahre des Aufbaus unserer Firma ab 2006 eigentlich so, dass es immer leichter war, gute Kameraleute zu finden als gute Tonleute, was dann darin gemündet ist, dass ich den Ton meistens selber gemacht habe. Und dann, ich glaube 2012 oder 2013 war es, wurde ich dann wieder gebeten, doch mal für den ORF Ton zu machen. Und so bin ich dann wieder da reingewachsen. Also heute bin ich in einem Pool von Leuten, die da Ton machen. Gibt nicht mehr viele bei uns im Land. Ich mache durchaus auch Industrieproduktionen für andere Fernsehsender. Manchmal kommt der ORF Wien auch. Ich glaube, ich muss mal ein eigenes Video über die Tonarbeit für den ORF machen. Das ist ganz lustig, da ein bisschen zu erzählen, wie das denn so abläuft. Was zeichnet den Filmton aus? Gut, das ist einfach der Ton, der beim Film am Set gemacht werden muss. Das sind ein bisschen spezielle Geräte, das sind spezielle Mikrofone, es sind nicht nur kleine Mischpulte, das sind auch durchaus kleine Rekorder, verschiedene Formen, verschiedene Größen. Timecode ist ein wichtiges Thema, werde ich dann auch mal gesondert drüber sprechen. Also man erarbeitet sich so ein bisschen ein Spezialistentum über die Jahre und schafft sich ein bisschen anderes Equipment an, als es normalerweise Tonstudios machen. Deshalb muss man fast schon separat wirklich immer fragen, habt ihr jemand, der sich auf Filmton versteht, weil das durchaus ein bisschen unterschiedlich zu dem ist, was man normalerweise in einem Studio macht. Das ist ganz andere Technik, das sind ganz andere Arbeitsweisen. Falls ihr dazu Fragen habt, auch im Hinblick auf das Video, das ich zu meiner ORF-Arbeit mache, schreibt es bitte in die Kommentare rein, würde mich freuen, sie zu beantworten. Und das bringt uns schon zum heutigen Gusto-Stückchen. Ich habe etwas herausgesucht zum Thema Hammond-Orgel. Das ist ein Instrument, das wahrscheinlich viele von euch zumindest den Klang nach kennen. Es ist aber sicher viel komplexer und komplizierter, als ihr euch das vorgestellt habt. Und ihr werdet euch wundern, wie man vor so vielen Jahren diesen enormen mechanischen Aufwand, es ist denn tatsächlich ein mechanischer Aufwand, getrieben hat, um diesen Klang hervorzubringen, denn auf andere Weise digital, das ging damals noch nicht. Also, wir waren in einem sehr schönen Museum in Klagenfurt und haben mit einem dortigen Führer zusammen die Hammond-Orgel erforscht. Viel Spaß dabei. Die Hammond-Orgel wurde 1934 von Lawrence Hammond erfunden. Ursprünglich sollte sie als Ersatz für teure Pfeifenorgeln dienen. Durch ihren typischen Sound wurde sie aber bald in vielen Bereichen der Popularmusik, vor allem im Jazz und in der Gospelmusik, eingesetzt. Orgel erzeugt Sinusschwingungen. Dabei drehen sich Tonräder, deren Zacken sich periodisch vor elektromagnetischen Tonabnehmern vorbei bewegen. Einzelne Sinustöne kommen in der Natur kaum vor. Daher klingen sie für unsere Ohren eher künstlich. Was wir allgemein als musikalischen Ton bezeichnen, ist eigentlich ein Gemisch aus verschiedenen Tönen. So setzt auch die Hammond-Orgel ihre Klänge aus mehreren Sinustönen zusammen.
Dies geschieht mit Hilfe von 9 Zugriegeln mit jeweils 9 Intensitätsstufen. So erhält man unzählige verschiedene Klangkombinationen. Die Fußlagen sind dem physikalischen Prinzip der Obertöne entnommen. Das 8-Fuß-Register klingt so hoch, wie es gespielt wird. Das 16-Fuß-Register eine Oktave tiefer. Die 4-Fuß-, 2-Fuß- und 1-Fuß-Register 1, 2 und 3 Oktaven höher als 8-Fuß. Alle bekannten Hammond-Orgeln haben 2 Manuale und 1 Basspedal. Jedes kann der Spieler extra regeln. Manche Modelle bieten sogenannte Presets an. Mithilfe dieser Tasten am unteren Ende des Manuals kann man voreingestellte Klangkombinationen auswählen. Daneben hat die Hammond-Orgel Regler und Schalter für bestimmte Effekte. Einer davon ist das Vibrato. Hier schwankt die Tonhöhe leicht. Beim Chorus-Vibrato wird dieser Effekt etwas abgeschwächt. Untrennbar verknüpft mit der Hammond-Orgel ist der sogenannte Leslie-Lautsprecher. Er gibt der Orgel ihren typischen vibrierenden Klang. Dieser entsteht dadurch, dass der Klang der Lautsprecher in rotierende Körper geleitet wird. Der kleinere, man nennt es Horn, ist für die höheren, der größere, die Trommel, ist für die Bassfrequenzen zuständig. Thank you.